Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen ein ziemlich interessantes Schminki machen, denn es ist von euch gewünscht worden. Alte Hype-Produkte im Prinzip. Also das sind jetzt wirklich alte Schätze aus meiner Sammlung, die ich rausgekramt habe. Und die waren alle mal im Hype, haben ihren Hype verloren und wir finden mal heraus, warum. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst, fällt euch was auf? Ich habe die Haare schön. Und da kommen wir jetzt auch zum Sponsor dieses Videos. Und zwar geht es um Zoukas. Die haben den Nova Pro rausgebracht, der jetzt so aussieht, weil ich eben auch so ein bisschen mit diesem Lockenteil hantiert habe und was ausprobiert habe. Es ist ein richtig leichter Haartrockner mit vier verschiedenen Aufsätzen. Und die vier Aufsätze, die es gibt, ermöglichen halt einen wirklich individuellen Hairstyle. Ist ein Ionen-Haartrockner, weswegen man dementsprechend dann auch viel weniger Frizz hat und so weiter. Ne? Die Haare sind viel, viel glänzender. Dann haben wir auch die verschiedenen Stufen. Das heißt, wir haben die ganz kalte Stufe, wir haben die mittlere Stufe und die, heiße Stufe. Die heiße Stufe verwende ich halt für diese super schnell haartrocknen Geschichte. Und wir haben noch eine Stufe, die zwischen heiß und kalt immer wieder wechselt. Das ist das schonendste für die Haare. Dauert mir persönlich aber wirklich ein bisschen zu lange einfach. Ne? Und für jede Stufe hast du auch verschiedene Stärken, also zwei jeweils. Was ich sehr, sehr gerne verwendet habe und auch wirklich jetzt täglich in Anwendung habe, ist der Concentrator. Damit mache ich meine Haare halt einfach trocken und kann auch meine Haare damit glatt stylen, also ganz normal meine Haare föhnen. Man könnte sie jetzt aber auch noch über eine Rundbürste föhnen, um es halt noch glatter, noch glänzender zu haben. Und was ich bei diesen Concentrator richtig gut finde, ist, dass ich damit meine Haare in unter 5 Minuten knochentrocken habe. Und das feiere ich total, weil ich föhne mir manchmal meine Haare um 1 Uhr, 2 Uhr nachts und da habe ich jetzt nicht wirklich Zeit und Lust, sehr viel Zeit zu investieren, um ehrlich zu sein. Genau. Und was ich jetzt heute auch ausprobiert habe mit euch zusammen, ist halt dieser selbst wickelnde Lockenstab. Der macht natürliche Wellen und man hat halt kein großes Hitzebedürfnis dadurch. Ne? Also ich habe 10 Sekunden dann immer das einwickeln lassen quasi und dann auch auf der höchsten Stufe mit der höchsten Hitze das dann geföhnt und dann für 5 Sekunden auf die Kaltstufe gestellt, um die Locken halt nochmal auskühlen zu lassen und habe dann das Gerät ausgestellt, die Locken rausgenommen. Das kannst du halt alles so ganz easy peasy über den Daumen regeln. Das ist überhaupt kein Problem und das feiere ich auch wirklich, dass es so einfach funktioniert. Du hast ja auch die Möglichkeit natürlich die Richtung einzustellen. Damit kenne ich mich persönlich einfach noch nicht so gut aus, dass ich weiß, in welche Richtung ich was wie drehen muss oder so. Also für mich persönlich ist es wirklich ein ganz, ganz toller neuer Föhn. Der ist leichter als meine Vlogging-Kamera und das soll schon echt was heißen. Ich setze euch dazu super gerne einen Link in die Infobox, wenn ihr mögt und bedanke mich von Herzen bei Zoukas für die richtig coole Kooperation, denn ich habe hiermit tatsächlich jetzt auch einen Föhn für mich entdeckt, den ich einfach auch gerne mitnehme, wenn ich auf Reisen bin oder so und da auch verschiedene Aufsätze für habe und mir vielleicht auch einfach mal ein Lockenstyling gönne, woran ich mich tatsächlich bislang noch nie getraut habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann jetzt mal mit dem Schminki. Dazu muss ich jetzt leider meine Walle-Walle-Mähne nach hinten machen. Das mache ich jetzt mal mit einem Haarreifen. Auch mal interessant, das jetzt so mal zu machen. Ne? Dann habe ich dann habe ich die Haare halt offen mal. Auch mal aufregend. Starten werde ich jetzt hier mit einem Produkt. Das ist nicht das Produkt, was ich meine eigentlich, weil das habe ich gar nicht mehr. Das ist von Benefit hier, The Professional, in der Smooth Zip Variante. Hier meine ich aber wirklich den klassischen The Professional Primer. Der war damals, jeder hat ihn verwendet, jeder. Selbst Menschen mit super trockener Haut. Das hier ist jetzt nämlich die Variante für trockenere Haut und eben für mich geeignet. Und ich glaube, genau das war auch das Problem, weswegen der Hype dann irgendwann auch einfach vorbei war, weil das nicht für alle Hauttypen konzipiert war. Ne? Einfach nicht jeder wollte dieses Cakeface haben, sondern naja, es gibt halt auch durchaus Menschen, die ein bisschen mehr Frische im Gesicht brauchen, wie ich zum Beispiel, und dann dementsprechend eher einen feuchtigkeitsspendenden Primer bevorzugen. Deswegen finde ich es gut, dass Benefit dann ein paar Jahre später reagiert hat und dann auch mal ein paar andere Varianten rausgebracht hat, die dann ein bisschen mehr Leben ins Gesicht bringen, anstatt einfach nur die Poren verschwinden lassen zu wollen. Wobei auch der deine Poren verschwinden lassen soll angeblich. Jeder wollte ihn haben, ist ihm hinterhergeeifert und am Ende hat ihn dann doch keiner mehr gezeigt. Ich rede von dem Under Eye Brightener von Catrice in der Farbe 010 Light Rose. Also ich habe den schon seit Ewigkeiten nicht mehr bei Social Media gesehen. Keine Ahnung, warum der einfach nur noch so wenig verwendet wird, weil eigentlich ist es echt ein super Color Corrector. Man sollte halt einfach wenig davon verwenden.
Und bestenfalls trägt man das halt wirklich nach dem Primer und vor der Foundation auf. Und damit kriegst du halt eigentlich den besten Effekt. Ne? Und das ist meiner Meinung nach auch eine ganz gute Geschichte für Leute, die sich jetzt nicht groß schminken wollen, sondern einfach nur ein bisschen jetzt so die Augenschatten abdecken wollen, ein bisschen wacher ausschauen wollen. Gerade so im Alltag, eine echt gute Sache. Man muss halt drauf achten und das musste ich auch selber für mich lernen. Auch als ich das erste Mal so ein Under-Eye Brightener verwendet hatte, damals war das noch von Becca der. Man muss nur ganz wenig verwenden. Ne? Du brauchst jetzt nicht super viel davon. Wirklich nur einmal kurz mit dem Finger reindippen, das dann auftragen und ja, tutti. Ne? Hier habe ich jetzt eine Foundation, die wurde damals auch echt gehypt. Und irgendwann hat man da nicht mehr so viel von gesehen. Ich finde sie großartig und das ist hier von L'Oreal Perfect Match Nude in der Farbe 0,5 bis 2 sehr hell. Und genau das ist auch das Thema, weswegen diese Foundation halt irgendwann nicht mehr so, ich weiß nicht, oft gezeigt wurde. Zum einen, weil da natürlich auch ein Jahreszeitenwechsel kam, sodass man halt die eher so im Sommer verwendet. Die ist sehr, sehr glowy. Man sieht ja auch einen pearly Shine, wenn man hier so von der Seite drauf schaut. Ne? Und das Ding ist, dass sie halt sehr wenige Farben angeboten haben. Ne? Und das kam natürlich bei den Menschen nicht ganz so gut an. Bei mir auch nicht, denn das hier ist jetzt die hellste Farbe und die ist mir müh zu dunkel. Auch die Pinsel von Lovia wurden mal häufiger gezeigt. Jetzt mittlerweile sieht man das wieder ein bisschen häufiger tatsächlich. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe es jetzt bei Nicole Chiquita's Place gesehen, dass sie zum Beispiel auch eine Kooperation mit denen hat, was ich richtig cool finde. Bei Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring, weiß ich auch, dass die immer wieder eine Kooperation mit Lovia zusammen hat. Ne? Aber ich finde, damals hat jeder Lovia-Pinsel verwendet. Aber irgendwann hat man da nicht mehr so viel von gehört. Das fand ich ein bisschen schade, denn ich finde die Pinsel wirklich sehr empfehlenswert. Und auch wenn ich gefragt werde, welche Pinsel man so als Einsteiger vielleicht oder welches Pinselset man sich holen sollte, empfehle ich immer das von Lovia, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis halt echt super ist. Und ich setze euch natürlich auch einen Link dazu in die Infobox, wenn ihr möchtet. So, bevor wir jetzt zum Concealer kommen, nehme ich mir ein bisschen Lippenöl. Das ist jetzt einfach von Lottie London. Das habe ich aktuell im Aufbrauchmodus. Da habe ich nämlich von Manhattan, The Multitasker Concealer. Ich habe den in der Farbe 20 Fair. Keine Ahnung, warum da nur die Leute drüber gesprochen haben, als der einfach nur so rausgekommen ist. Danach hat einfach keiner mehr darüber geredet, obwohl der wirklich toll ist. Wenn man möchte, auch hier wieder beim Alltag angekommen, ne, kann man den sich sogar als Foundation-Ersatz auftragen. Bin ich jetzt nicht so ultimativ Fan von, aber kann man theoretisch machen, ne, dass man sich den einfach etwas großflächiger ausblendet oder einfach in etwas mehr aufträgt oder so. Ich verwende den einfach sehr gerne an meiner unteren Augenpartie und auch auf so ja, Pickelmalen, Unreinheiten, ne, so zum Abdecken einfach, weil der auch sehr angenehm für meine Haut ist. Also ich bin jetzt bald 35, also ich bin noch 34 und ja, da hat man einfach die ein oder andere kleine Falte unter dem Auge und da kann natürlich auch irgendwann mal was reinkriechen. Ne? Und egal wie gute Augencreme du verwendest, ein komplettes Bügeleisen kannst du halt nicht haben. Und deswegen wird immer irgendwas in die Falten reinkriechen. Und bei dem Multitasking Concealer muss ich wirklich sagen, dass der gut ist und halt einer der Concealer ist, der am wenigsten in meine Falten reinkriecht. Ja. Und über den Tag, wenn ich das halt richtig sette, hält der ganz gut. Und da kriecht auch nichts mehr rum. Jetzt habe ich hier auch einen ganz krassen Klassiker von MAC, der Paint Pot ist das hier. Ich habe die Farbe Painterly. Ich weiß, ich glaube Soft Ochre war doch damals die Farbe schlechthin, oder? Ich glaube, mittlerweile verwenden die Leute die nicht mehr. Zum einen, weil sie halt sehr schnell eintrocknen. Meiner ist auch schon wieder fast eingetrocknet. Und weil die ganzen Menschen, die Social Media machen, gerade hier auf YouTube, mittlerweile auch ein paar Jährchen älter sind, sodass das Ganze mit den trockenen Augenlidern und mit dem, ja, es rutscht irgendwo hin, einfach jetzt für alle etwas mehr the struggle is real ist, wenn man das mal so sagen darf. Also, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich den verwendet und hatte nicht das Problem, dass es zu trocken ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass es zu flutschig ist und mir halt in die Lidfalte kriecht. Aber mittlerweile ist es so, dass ich einfach das Gefühl habe, dass es mich zu trocken wirken lässt auf der Augenpartiegeschichte, sodass meine Augen dadurch einfach ein paar Jährchen älter aussehen. Wobei die jetzt ja auch in den letzten Jahren, das habe ich bei Jennys Highlights gesehen, ne, da haben die neue Farben rausgebracht und halt so richtig Farben, weil das ist ja eigentlich ein Creme-Lidschatten und keine Lidschatten-Base. Ne? Und das hat richtig gut bei ihr ausgesehen, weil die ja auch super viel diese Smoky-Looks macht.
Und auch hier, wenn man nicht zu viel verwendet, ist das halt auch nicht allzu cakey. Das ist halt wirklich eine Anwendungsgeschichte. Aber was tatsächlich ein bisschen zu cakey mittlerweile ist, ist hier von Laura Mercier das Translucent Setting Powder. Ja, da habe ich eine kleine Größe mit 9,3 Gramm. Die gibt es ja auch mittlerweile in vielen verschiedenen Farben. Ich glaube, die Rosy-Geschichte habe ich davon auch. Ich glaube, das war mir auch immer zu gelb, einfach weil ich einen kühlen, neutralen Hautunterton habe. Sei es drum, es wird jetzt verwendet, weil es ist nun mal so ein altes Schätzelein. Ne? Arbeite ich hier mit meinem Puffelding in meine Handinnenfläche ein und gebe es dann unter meine Augen. Ja, ich weiß nicht, auch ganz, ganz leicht über den Paintpot. Muss jetzt nicht so super viel sein, einfach nur so die Reste, ne? Dass es halt nicht zu klebrig wird hier. Jo, wenn ich mir jetzt so mein Auge aus der Nähe angucke, sieht das schon alle sehr trocken hier aus, Leute. Ei, ei, ei. Und ich habe schon wieder das an meiner Nase, was ich mit diesem Professional-Ding halt ständig habe. Nämlich, nicht, dass es meine Poren kaschiert, sondern es betont sie. Also gerade hier werdet ihr das gleich auch sehen. Das ist echt verrückt. Leicht abgepudert fahren wir fort mit dem NYX No Filter Puder, Finishing Powder. Genau, das ist dieses hier in der Farbnuance Porcelain. Und das verwende ich jetzt einfach mit einem fluffigen Pinsel über mein komplettes Gesicht. War auch mal super beliebt. Ich glaube, ich habe das sogar damals entweder von Nathalie Nord Beauty in einem Tauschpaket bekommen oder sie hatte das in ihren Favoriten und ich habe es nachgekauft. Keine Ahnung. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich dieses Puder in der Hand habe, bringe ich das mit ihr in Verbindung. Da weiß ich wirklich nicht, warum das nicht mehr so gezeigt wird. Man hat es halt öfters noch bei Schickimicki gesehen, die jetzt aber halt auch nicht mehr so viele Videos dreht, ne? Aber ansonsten zeigt keiner das mehr und es war mal ultra beliebt. Übrigens, ne, zu meinen roten Ohren. Es hat nichts mit Schmuck oder so zu tun. Es hat immer ein bisschen was auch bei mir mit Aufregung zu tun und so. Und ich bin halt gerade ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich, dass ich jetzt einfach auch so Produkte wieder verwende und auch in die Kamera zeige, die ich auch damals sehr, sehr gerne verwendet habe. Und ja, deswegen, also auch rote Ohren sprechen bei mir für Aufregung, für Freude, für so vieles. Aber ja, ne, die sind halt einfach vorhanden. Passend zum Haarreifen. Da wollten sie sich jetzt, glaube ich, einfach mal anpassen. Was ich ganz interessant finde, wo wir schon bei Finishing Powder sind, weil das ist ja kein klassisches Finishing Powder, das ist ja eigentlich ein Abpuder-Puder. Hourglass. Ich habe so lange kein Hourglass mehr bei irgendwem gesehen. Wirklich nicht. Und Hourglass ist eine, also was diese Finishing Powder angeht oder halt diese Paletten, die die haben. Ich weiß nicht, ob es diese hier zum Beispiel noch gibt. Das ist die Ambient Lighting Palette mit Dim Light, Incandescent Light und Radiant Light. Ich verwende die halt immer zusammen. Also da gehe ich einfach mit dem Pinsel so durch und gehe damit komplett über mein Gesicht. Das kannst du auch machen, je nachdem, wie man das halt mag, ne? Nachdem man so seine Blush-Bronzer-Highlighter-Geschichten aufgetragen hat. Ich mach's halt so davor. Aber ich finde, das gibt halt nochmal so einen leichten Filtereffekt, mehr oder weniger. Also es gibt halt nochmal was fürs Gesicht. Und das mag ich. Ne? Es ist vielleicht einfach so diese Kirsche auf der Torte, die vielleicht für manche zu viel ist, vor allem, weil das auch nicht günstig ist. Aber trotzdem, finde ich, ist das ein echt gutes Produkt. Ne? So, gehen wir jetzt mal wieder zurück zur Drogerie. Also ich jumpe hier ja wirklich in allen Preiskategorien heute rum. Maybelline, der City Bronzer, habe ich hier in der Farbe Medium Cool 200. Der war doch, also wirklich jeder und seine Mutter, alle hatten sie den. Alle haben sie den auch gezeigt. Von heute auf morgen, also, ne? Zack, weg. Keine Ahnung. Es ist tatsächlich so, dass der einen ganz leichten Glow auch mit drin hat. Das mag nicht jeder. Vielleicht kommt er dann dementsprechend jetzt auch Richtung Sommer wieder ein bisschen mehr raus. Und ich persönlich muss auch manchmal ein bisschen aufpassen, weil er mir manchmal ein Tick zu warm ist und manchmal zu fleckig. Also das ist irgendwie auch ein relativ unkontrollierbares Produkt für mich persönlich. Ist aber an und für sich ein schöner Bronzer. Also keine Ahnung. Wo ist er hin? Wo sind all diese Produkte hin? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welches der Produkte, die ich hier so zeige, in euren Schubladen noch so schlummert und welches ihr vielleicht durch dieses Video wieder hervorgeholt habt, weil ihr euch einfach mal wieder daran erinnert habt, weil jemand sie wieder gezeigt hat. Also, ne? Für mich ist es wirklich so, dass ich jetzt bei manchen dieser Produkte denke, ach Mensch, komm, Nostalgie, ich nehme dich mal wieder mehr in Einsatz und so, ne? Allein dieses Video jetzt heute zu filmen, macht mich einfach happy, ja. Jo, bei diesem Schätzelein, jedes Mal, wenn ich in meiner Schublade sehe, denke ich mir, will ich dich behalten oder nicht? Milani in der Farbe Luminoso, dieser Blush.
Gibt es den überhaupt noch zu kaufen? Ich weiß das gar nicht. Bei manchen dieser Sachen weiß ich es wirklich nicht mehr. Aber ne, jeder hat ihn verwendet. Ich glaube, irgendwann war dieser in Anführungsstrichen Trend von dem Glowy Blush vorbei. Dann kam er aber wieder. Aber die Leute haben wohl vergessen, dass sie den noch hatten. Keine Ahnung. Ich bin jetzt ja so nicht unbedingt die, so ein Mega-Fan von Shimmer-Blushes, von Glowy-Blushes. Das ist eigentlich gar nicht so mein Vibe. Ich trage lieber separat Blush und Highlighter auf. Aber na, hier haben wir den jetzt. Und man sieht es halt, ne? Das ist halt auch so ein goldener Glow. Hier ist vielleicht einfach auch wiederum die Frage mit der Hautfarbengeschichte. Wobei, den gibt es ja auch in unterschiedlichen Farben. Weiß ich nicht, weil dieses Güldene ist für mich persönlich ja eigentlich sogar zu dunkel und das Peachige in dem Blush ist eigentlich auch jetzt sogar gerade total zeitgemäß, ne? Also das ist ja voll in, aber man muss zu viel davon auftragen, als dass man dann auch den Blush-Effekt bekommt und dann ist es vielleicht zu viel Highlighter von dem Blush-Lighter, aber an und für sich ist der ganz süß, ne? Aber jedes Mal, wenn ich ihn verwende, frage ich mich, will ich den wirklich behalten? Keine Ahnung. So, Hand aufs Herz, wer hat ihn noch? The Bomb. Unser wundervoller Mary Luminizer Highlighter. Jeder hatte ihn damals. Ich glaube, das war auch mit einer meiner ersten High-End-Produkte und einer meiner ersten richtigen Highlighter. Der müsste sogar ein Müh zu dunkel für mich sein, ist aber eigentlich wunderschön. Und ich finde auch immer noch, dass er perfekt ist. Also du kannst den auch jetzt noch sehr, sehr gut tragen, weil der halt nicht so einen super krassen Schimmerglimmer hat. Der war immer schon etwas zurückhaltender. Aber sehr gut aufbaubar, jetzt gut, ne, habe ich eigentlich schon sehr viel Glow drauf. Das heißt, man sieht ihn jetzt eigentlich nicht mehr so, na, okay. Also er ist halt wirklich etwas subtiler und zurückhaltender und eigentlich genau deswegen jetzt ja auch wieder vollkommen in, ne. Aber ich glaube, die Marke ist insgesamt gar nicht mehr so vorhanden. Also ich habe schon lange nichts mehr von The Bomb irgendwo gesehen und ich wüsste jetzt auch ad hoc nicht, wo man den Mary Luminizer kaufen könnte. Damals gab es bei Müller, bei Douglas, überall. Ich guck mal, dann setze ich euch natürlich einen Link dazu in die Infobox, ne? Aber guck mal, der ist schon süß, ne? Ja, aber der Luminoso, der ist einfach nichts für mich. Guckt euch das an, das sieht ja ganz gruselig aus. Nun, ja, Augenbrauen, Leute. Niemand redet mehr über Benefit. Was ist da los? Meiner Meinung nach immer noch mit die besten Augenbrauenprodukte. Klar, sie sind teuer, aber du hast auch wirklich lange was davon. Weil dieser Stift, die Mine hier drin, ist nicht zu hart, sodass du damit dir keine Härchen zeichnen könntest, aber auch nicht zu weich, sodass er sich zu schnell aufbrauchen würde. Eigentlich ist der richtig klasse und ich glaube, auch viele von euch haben den noch in der Collection. Da haben wir, ich hab hier, wir vor allem, meine imaginäre Freundin und ich, haben bei diesem Stift die Farbe Nummer 2. Wir haben hier einen Spoolie am Start und auf der anderen Seite eine feine Mine, mit der man wirklich sehr schön und präzise die Härchen malen kann. Und selbst wenn man jetzt keine Insta-Brows mehr haben möchte, kannst du damit doch nach wie vor dir deine Augenbrauenhärchen nachzeichnen und damit schöne Augenbrauen und definierte Augenbrauen machen. Und Leute, der 24-Hours-Brow-Setter ist und bleibt einer der besten Augenbrauen-Festtacker-Gel-Produkte überhaupt. Also, ne, man hat versucht, ihn zu imitieren. Es hat nicht immer gut funktioniert, vor allem, weil hier das Positive ist, dass du es nicht so in diesen Haaren, du hast hier nicht so diese Klumpen oder so, gar nicht. Also lässt sich super auftragen, zieht keine Fäden, hält den ganzen Tag und oder die ganze Nacht, ne? Und ich finde es einfach total super, dieses Produkt und ja, wird halt immer wieder dafür sorgen, dass ich das auch im Backup irgendwie habe. Ist einfach klasse und knack, das war die Hüfte. Bin halt im knackigen Alter. Und wenn man es nicht ganz so fluffig haben will, dann kann man auch hier mit diesem Plattenteil das richtig so andrücken. Aber da fehlen mir halt einfach die Härchen für. Ne? Also so viele Härchen habe ich jetzt nicht, als dass ich da irgendwie groß was andrücken könnte. Ich definiere die paar Härchen, die ich habe, einfach und freue mich darüber. Die liebe Kati Contra Junkie hat ein komplettes Video, glaube ich, mal über Too Faced gemacht, was mit denen so los ist und warum die halt nicht mehr so top sind. Und ja, das ist ein bisschen blöd für mich persönlich, denn ich mag eigentlich super gerne Too Faced bzw. die Produkte, die Verpackung. Die funktionieren eigentlich meistens auch ganz gut, wenn man halt eher so einen natürlichen Look mag, ne? Und ich kann mir persönlich vorstellen, dass diese Lidschattenpaletten von Too Faced einfach auch nicht mehr so hart beliebt sind, weil sie gewechselt haben. Von solchen wunderschönen, perfekten, hochwertigen Verpackungen mit Herzchenöffnern hin zu Pappverpackungen. Das ist meistens dann ziemlich blöd, gerade wenn man halt
als Kundenkreis, ja, die Menschen hat, die es auch gerne verspielt mögen, da ist sowas halt, so gut die Qualität der Lidschattenpalette sein mag, ne, einfach nicht so ansprechend wie sowas. Da fehlt die Liebe, oder? Auch krass, wie mega unterschiedlich ich meine Augenbrauen gemacht habe. 1A. Okay, ich gehe jetzt hier in, ja, so ein paar, ne, es wird jetzt nur ein beispielhafter Look. In Nude gehe ich einfach rein. Das ist einfach ein hellbraun, aber eins der dunkleren Brauntöne hier in der Palette. Und den setze ich mir einfach in meine Lidfalte rein. Auch hier außen wird er aufgetupft. Eigentlich blendet er sich von alleine aus, ne? Ja, da brauchst du eigentlich keinen unbedingten Transition Shade. Aber ich verwende jetzt trotzdem hier Seashell, ne? Die Meermuschel quasi. Den setze ich so an die Kante. Wie der Concealer überhaupt nicht creased. Und dieses Painterly-Gedönsen mega gut ist. Also gar keine Beschwerden hier von meiner Seite. Aber hier an meiner Nase, da sagen Primer und Foundation, ciao Kakao, wir sind keine Freunde. Okay, dann halt nicht. Ich nehme den Ton Cocoa, das ist auch einer, den ich sehr gerne verwende. Und ihr seht, ich dippe nur ganz vorsichtig rein. Deswegen sehen die matten Töne hier auch quasi unbenutzt aus, weil du nicht viel davon brauchst. Die ist super schön pigmentiert. Und für mich persönlich ist das auch eine perfekte Nude-Palette, wenn man halt eine sucht, ne? Ist halt leider von außen nicht so hübsch. Der kommt auch an den unteren Wimpernkranz, aber nur ganz leicht. Und somit habe ich schon mal eine gute matte Basis, aber die Schimmertöne werden jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr Kabittjes reinbringen. Ohne nix Glitterglow geht irgendwie gar nichts mehr für mich. Ich verwende den ständig, einfach weil ich dadurch gemerkt habe, dass die Haltbarkeit von den Schimmertönen verlängert wird, dass sie halt mehr rauskommen und das ist für mich einfacher. Dann habe ich halt diesen kleinen Zwischenschritt, dass ich das eben drauf mache, aber dafür habe ich einfach keine Krümelei über den Tag und das finde ich sehr, sehr angenehm, ganz egal in welchem Preissegment. Ich verwende immer NYX Glitter Glue mit mittlerweile. Dann nehme ich mir jetzt einfach hier den Shimmering Pearl auf, das ist so ein wunderschöner Goldton und den tupfe ich mir da drauf. Und nach außen gebe ich mir ein bisschen was von diesem Sugared Chestnut. Die gezuckerte Haselnuss, ne? Und zu guter Letzt nehmen wir uns den Ton Glistening Snow. Da muss man ein bisschen mit aufpassen, nicht nur weil der Goldschimmer mit drin hat, sondern auch weil er etwas flockig werden kann. Da muss man einfach ganz, ganz sanft reingehen, ne? Und den setze ich mir dann in meinen Innenwinkel. Ist halt eher ein Topper Shade, sodass man da nicht so super viel von sieht, aber ein kleines bisschen, ne? Ein kleines bisschen. Okay, diese Palette ist wunderschön, aber Too Faced hat leider die Verpackung geändert und damit halt echt viele Kunden traurig gemacht. Ja, Leute, wer redet überhaupt noch über Tarte? Finde ich sehr, sehr schade. Hier habe ich die, also dass es nicht mehr so ist, ne? Diesen Tarteist Double-Ended Eyeliner. Da haben wir hier einen Stift, also einen Kajal, den man nehmen kann, wenn man so ein bisschen Smoky Eyes machen möchte. Nicht so mein Vibe, das sieht man auch, weil der ist, glaube ich, komplett unbenutzt. Und hier habe ich einen, den ich sehr, sehr schön finde. Das ist einfach ein Liquid Eyeliner. Und damit ziehe ich mir jetzt ein bisschen was hier, ne? Eyeliner Technisches. Ich glaube, Tarte ist in diesen Loop verfallen, wo die gefühlt nichts Neues mehr rausgebracht haben. Jede Lidschattenpalette, jede Face-Palette sah so aus, als hätte sie vorher schon mal gegeben. Und es ist sehr, sehr schade, wenn da einfach nicht mehr Innovation kommt von der Firma. Und ich persönlich als Kunde, ne, fühle mich dann auch ein bisschen veräppelt, wenn man einfach dann ein neues Produkt vorgesetzt bekommt, was angeblich neu sein soll, aber man sich einfach denkt, hey, das kenne ich doch schon, das hatte ich doch irgendwie so schon. Und ja, das ist dann natürlich traurig, ne? Ich gucke dann nämlich immer diese Make-up-News-Videos zum Beispiel von Jennys Highlights, und dann sagt sie bei vielen Firmen, wenn dann halt aus der gleichen Reihe wieder was gelauncht wird, das hat so einen Bart, und ich muss immer jedes Mal, muss ich so lachen, wenn sie das sagt, weil ich das so fühlen kann. Na, holla die Waldfee, heute will ich es mit meinem Eyeliner auch echt wissen, ne? Huh, aber ich fühle es total. Die sind quasi fast schon Amy Winehouse Eyeliner. Nun, etwas, was meiner Meinung nach tatsächlich zu Recht nicht mehr in aller Munde ist, ist generell die Marke Morphe. Die haben sich einfach verscherzt, weil die zu viele Skandale hatten und jetzt auch irgendwie dann
Schließung hatten, Menschen entlassen haben. Keine Ahnung, ich glaube, die wurden auch verkauft oder so. Gibt es die überhaupt noch? Keine Ahnung. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall in meinem Adventskalender dieses Continuous Setting Spray in einer kleinen Größe drin gehabt. Und das verwende ich jetzt einfach mal repräsentativ, sofern es noch funktioniert. Mal gucken. Oh ja. Das hätte ich eigentlich nehmen können, um meine Locken zu fixieren, weil das hat auch ein bisschen was von Haarspray. Aber an und für sich diese Continuous Mists finde ich großartig, wenn ihr da irgendwelche Ideen und Tipps habt. Ich habe mir jetzt letztens von Kryolan eins gekauft, aber wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt von diesen Continuous Dingern, die es so gibt, die ihr empfehlen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare, weil das von Morphe war halt einfach richtig gut. Oldie but Goldie und auch schon neu bestellt. Diese Wimpernzange von Catrice finde ich großartig. Aber ich sehe tatsächlich auch gar nicht mehr so super häufig, dass Wimpernzangen verwendet werden. Keine Ahnung warum. Ich finde es auf jeden Fall hilfreich. Oder man zeigt es nicht mehr vor der Kamera. Das kann ja auch durchaus sein, ne? Falls ihr übrigens jetzt in diesem Fullface in meiner Präsentation das ein oder andere Produkt vermisst, dann schreibt es mal in die Kommentare rein, was ihr so als, halb verlorenes Produkt noch irgendwie in eurer Sammlung findet. Das hier ist jetzt etwas, diese Mascara. Die ist ja recht neu, ne? Aber Essence hat die gehypt bis zum geht nicht mehr. Die hat ja auch, glaube ich, so eine eigene Homepage oder so bekommen. Die hat ein Schloss bekommen, die hat alles bekommen. Und ja, letztendlich hat sie keiner mehr groß verwendet. Ja, die Call Me Queen Mascara. Dramatic False Lash Effect. Ja, auch ich habe lange gesucht, bis ich sie gefunden habe. Und habe dann nachher befunden, dass ich sie gar nicht mal so großartig finde. Die hat so ein multidimensionales Bürstchen, aber das ist relativ klein und macht jetzt nicht so Wawawum Lashes wie das, was ich von solchen multidimensionalen Bürstchen kenne. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Das Problem bei dieser Mascara ist, dass sie vermuten lässt, durch das Bürstchen, was sie hat, dass sie einen panoramahaften Wimpernaufschlag macht oder sich bis ins Unermessliche schichten lässt, stacken lässt. Tut sie nicht. Zudem ist es so, dass sie im Laufe der Zeit nach oben hin abstempelt, nach unten hin krümelt. Es ist nicht so nice pricey. Natürlich ist es keine hochpreisige Mascara, gar keine Frage. Aber warum so ein riesengroßes Buhai darum machen, so einen riesengroßen Hype, wenn es dann so ein Ergebnis gibt, ne? Ganz ehrlich, ihr schreibt es mir auch öfters in die Kommentare, dass meine Augen bzw. meine Wimpern halt auch immer ein bisschen frech sind, wenn ich Produkte zeige, weil sie immer gut aussehen. Nee, also guckt euch das vor allem mal in Relation dann zu dem an, was andere Mascaras dann ja auch machen, ne? Und dementsprechend, es sieht alles nice aus, aber ich weiß, dass es einfach ist, ich kann da noch mehr Wawawu machen, da kann ich noch mehr rausholen und das bietet diese Mascara nicht. Und vor allem das Matschen, das Krümeln und so, das ist halt etwas, was sie einfach, ja, rauskickt, ne? Und dann noch dieses labberige Bürstchen, was sie da oben dran hat, nö. Ich sag mal, Banana Beauty, ne? Ich habe nicht mehr die Liquid Lipsticks, weil die mir gekippt sind. Ich habe halt die beiden Schätzeleins hier, die ich auch gerne verwende. Aber da muss ich wirklich sagen, dadurch, dass die Markenphilosophie sich dann ja auch in dem Sinne geändert hat und ja, sie halt auch gar nicht mehr auf Social Media präsent waren, ich glaube, das läuft nicht mehr so gut bei denen, ne? Olalicious ist hier die Lip Liner Farbe und ich finde den wunderschön. Ich glaube, den hatte ich in einem Adventskalender drin oder so. Ist ein toller Ton, der zu so vielem auch passt. Bei Nicole, Chiquita's Place, da sieht man ab und an auch nochmal Banana Beauty, ne? Weil die, ich glaube, auch immer mal wieder eine Kooperation hat. Wie gesagt, eine wunderschöne Farbe, sehr tragbar. Und dazu kombiniere ich jetzt hier in der Farbe Sweetie die Lip Butter. Das ist diese hier. Die hat so einen leichten Schein auch mit dabei, ne? Und ich glaube, die Liquid Lipsticks sind einfach nicht mehr so in, weil sie dann doch irgendwann zu austrocknen waren. Nun, ihr Lieben, ich habe immer noch meine roten Ohren. Was ist denn los? Ich glaube, da muss ich gleich mal einen Eiswürfel dran halten oder einfach so machen. Hm. ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen nostalgisch gefühlt, während ich mich geschminkt habe. Habe mich zurückgesetzt gefühlt in die Jugendzeit, wo ich die Produkte auch tatsächlich damals gekauft habe und feiere es tatsächlich. Tatsächlich tue ich das, ja. Und ich habe mich entschieden, dass das ein oder andere Produkt mich sogar verlassen wird. Das werdet ihr dann demnächst auch in einem Flop-Video sehen. Was mich aber auf gar keinen Fall verlassen wird und was ein weiterer treuer Begleiter an meiner Seite sein wird, ist hier von Sukas der Nova Pro. Mein neuer Föhn. Großartig und sehr empfehlenswert. Schaut in der Infobox vorbei. Da habe ich euch das natürlich auch nochmal verlinkt. Und ihr Lieben,
Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wenn es dir hier generell gefallen hat, ne, dann wäre ein Abo cool oder auch ein Däumchen, ein Träumchen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.